Laut, aber gut sind die Songs hier. Ich bin beim christlichen Rockfestival Quito Live hier in Marchegg. Mir gefallen die Songs, die die Musiker hier zum Besten bringen. Es sind alles christliche Musiker, die bekennen sich zum christlichen Glauben. Ihre Songs haben deshalb positive, aufbauende Texte. Wer hört sich denn so etwas an, werden manche sagen. Viele Jugendliche, die hierher kommen, haben Interesse. Und auch mir gefallen diese Songs. Denn sie bauen mich auf, sie ermutigen mich zu einem freundschaftlichen Miteinander und zum Glauben an Gott und an Jesus. Dass ich Interesse an solchen Songs habe, ist für mich nicht selbstverständlich. Es ist für mich eine Gabe Gottes, dass ich offen bin für diese Botschaften. Ich denke dabei auch an Jesus. Einmal hat man einen Taubstummen zu ihm gebracht. Er hat den Taubstummen berührt und er hat dann zu ihm gesagt, Ephata, öffne dich. Und der Taubstumme konnte wieder hören. Ich möchte auch offen sein, das Gute hören, die guten Botschaften, die mich aufbauen und die mein Leben zum Positiven hin verändern. Deshalb bitte ich Jesus, dass er euch und mir die Ohren öffnet mit seinem machtvollen Wort, Ephata, öffne dich.